Ökolandbau ohne Leguminose funktioniert eigentlich nicht, weil das einfach die Stickstoffquelle ist, die benötigt wird, um den Stickstoff in den Boden zu bekommen. Mittlerweile gibt es in Deutschland 3 Netzwerke. Es ist einmal das zuerst gestartete Soja-Netzwerk, dann das Lupinen-Netzwerk und natürlich, was zuletzt jetzt gestartet ist, das Netzwerk Erbse-Bohnen. Alle 3 Netzwerke haben im Prinzip das Ziel, entlang der Wertschöpfungskette den Anbau und die Verwertung von Erbsen- und Ackerbohne oder dann von Soja oder Lupine auszuweiten. Wir haben verschiedene Demobetriebe, die als Best Practice Beispiele dienen können, also die beispielhaft schon lange Erbsen und Ackerbohnen anbauen und das den interessierten Landwirten, die jetzt gerade neu einsteigen in den Erbsen- und Ackerbohnenanbau, dann ihr Wissen mitteilen können. Als Beispiel eine Veranstaltung auf einem Biobetrieb, die ich vor circa 6 Wochen gemacht habe. Da ging es ums Ackerbodenstriegeln. Mit dem Hintergrund, dass ja in Deutschland für konventionelle Betriebe der Pflanzenschutz auf Greeningflächen in Körnerleguminosen nicht mehr zugelassen ist. Wir sind auf einem Bodenbestand des Betriebes gefahren mit dem Striegel des Betriebsleiters. Und der hat dann alles genau erklärt. Er hat den Striegel einmal zu schwach eingestellt, ist gefahren. Dann haben wir uns das angeschaut und es war wie ein Lehrgang im Striegeln, wo man Fragen stellen konnte, wo wir uns zusammen die Bohnen angeschaut haben und auch der Landwirt versucht hat, diesen Abwägungsprozess, der ja sehr schwierig ist beim Striegeln, ist es jetzt zu viel, ist es noch zu wenig, das hat er wirklich ganz praxisnah vorgeführt. Das ist die eine Seite, ist natürlich der Anbau und wo es aber darum geht, ist ja, dass wenn keine Verwertung da ist, auch kein Anbau stattfindet. Also ist auch eine große Fragestellung für uns im Netzwerk, dass wir die Verwertung mitdenken. Das ist natürlich zum einen ein großer Teil in der Verfütterung an die hofeigenen Tiere, aber auch der Absatz über den Landhandel, der dann wiederum an Verarbeiter liefert. Und jetzt im Netzwerk, für uns ist die Aufgabe, diese beiden Pole auch zusammenzubringen.